So, Freunde des Devisenhandels, ich grüße euch ganz herzlich heute zum Mittwoch, zum 14. Dezember. Hallo an dieser Stelle. Wer von euch sieht das Bild bzw. hört mich? Ein bisschen Feedback wäre gut, damit wir sehen, ob auch die Übertragung hier sichergestellt ist und wir gut kommunizieren können. Darauf kommt es ja an. Und genau, Feedback kommt rein. Gut zu lesen, gut zu hören, so soll es sein. Ja, wunderbar. Übrigens die Chatfunktion. Natürlich auch jederzeit von euch nutzbar, vor dem Hintergrund Fragen zu stellen oder auch Anregungen zu geben. Keine falsche Bescheidenheit an dieser Stelle. Fragen sind jederzeit erlaubt und wer nichts fragt, der nichts gewinnt. Also, gut, wir schauen mal, was heute abgeht. Der Markt ja ein Stück verhalten. Warum? Ich habe es hier schon auf dem Screen geworfen. Ganz klar, ihr wisst Bescheid. Fed-Zinsentscheid ist heute angesagt. Ja genau, ich sehe auch gerade im Chat Euro-Yen schon als Analyse-Wunschpaar. Klar, schießt mir auch hier eure Analysepaare rein. Darum geht es ja auch, dass wir hier im JFD Devisenradar sozusagen auch rund, around the clock, mal so ein Stück weit hier alles unter die Lupe nehmen, was der Markt hergibt. Und beim Devisenradar handeln wir vornehmlich Devisen, eure Wunschdevisen auch. Soll heißen, wer hier ein Währungspaar hat, was wir mal auseinandernehmen sollen. Intraday, wie auf größeren Zeitebenen bin ich gern bereit, hier dies zu tun und meine Meinung sozusagen zum Besten zu geben. Ob die richtig ist oder falsch, das weiß man natürlich im Nachhinein dann natürlich erst immer, wenn es denn geschehen ist. Wir arbeiten aber letztlich immer mit Wahrscheinlichkeiten und ihr wisst, ich arbeite auch gern mit Saisonalitäten, um die Wahrscheinlichkeiten ein Stück weit vielleicht zu meinen Gunsten, zu unseren Gunsten zu verschieben. Schlussendlich weiß man nie, was kommt. Das ist sozusagen das Chaosprinzip der Märkte. Wenn wir es wüssten, würden die Märkte an sich wahrscheinlich nicht funktionieren. Wobei die Preiseffizienz ja das ist, woran wir uns orientieren. Und wenn ich von Preiseffizienz spreche, dann machen wir auch nichts anderes, als das uns sozusagen vor Augen zu führen, nämlich hier in Form der Charts. Okay, das ist natürlich die Grundlage. Gibt viele Unkenrufe zu den Charts, gibt viele, die das weniger gut heißen, aber letztlich ist das praktisch hier das Sammelsurium dessen, was wir hier sozusagen aus dem Markt ziehen können, um uns auch eine Meinung zu bilden. Ja, Angebot, Nachfrage bilden den Chart. Und das ist unsere Existenz bzw. unser Wegweiser durch die Märkte, mehr oder weniger. Weil ich sage auch immer, wer ohne einen Blick auf den Chart, und da geht es jetzt egal, ob es um einen Fonds geht oder ein ETF oder auch um eine Devise oder Aktie oder Index, wer ohne einen Blick auf den Chart hier investiert, der fährt praktisch ohne Licht auf der Autobahn und das in der Nacht. Letztlich völlig orientierungslos, wie denn hier die Verhältnisse zwischen Angebot und Nachfrage sind. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass wir uns hier natürlich dem Chart auch hingeben. Lese auch hier gerade etwas über die BaFin-Geschichte, ja, zu den CFDs. Da sind wir schon lange auch dran an dem Thema. Wir hatten das Interview im September ja bereits ernst genommen, als hier die binären Optionen und CFDs in einen Topf geschmissen wurden, wobei man sagen muss, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und obendrein es sogar noch wesentlich intransparentere Produkte gibt, wie ich finde. Man nehme hier zum Beispiel die Optionsscheine oder auch Knockout-Zertifikate, die meines Erachtens noch viel intransparenter sind als ein CFD. Dennoch gab es, wie gesagt, hier die Statements letzte Woche Donnerstag dann auch hier sozusagen eine Vorfassung einer gesetzlichen Neubestimmung, die dann hier im Januar auch Fahrt aufnehmen soll. Letztlich werden die CFDs als solches nicht verboten und das schwelte ja auch am Hintergrund, am Horizont. Wir bei JFD, wie gesagt, nehmen uns das jetzt nochmal ernst vor. Wir hatten das Thema, wie gesagt, schon auf der Agenda, haben es auch ernst genommen, wussten auch, dass da sicherlich noch was nachkommt. Wir werden das betrachten und werden dann hier auch natürlich entsprechende Maßnahmen ergreifen, die unsererseits aus heutiger Sicht hier innerhalb von einem Tag umsetzbar sind und auch nichts Dramatisches darstellen. Man muss jetzt eben nur dann sehen, wie die Kundenkriterien hier aufgehangen sind in Sachen der Höhe der Einlage, inwiefern die Hebelregulierung jetzt genau das ist, was da auch in dem Dokument beschrieben ist. Das heißt, hier ist alles noch nichts mega verbindlich. Wir wollen dann mal die finale Fassung abwarten und dann werden wir Sie auf jeden Fall informieren. Letztlich sozusagen gerade die CFD-Branche an sich, vielleicht kann man sagen, mit so einer Art blauem Auge davongekommen, weil letztlich herrscht ja am Horizont auch der Verbot, wie das in Belgien oder in den USA beispielsweise ja der Fall ist. Zumindest, dass der Handel dort nicht ausgeführt werden kann. Aber das ist, wie gesagt, ein spezielles Thema, dem werden wir uns dann auch noch widmen, wenn es denn konkreter wird im Januar. Für Sie als Kunde erstmal wird sich so nichts ändern. Wie gesagt, eine Hebelreduktion ist anzunehmen. Das mit der Nachschusspflicht wird auch geklärt, wie wir das praktisch lösen sollten, lösen wollen. Letztlich die
Wege sind eingeschlagen und wir als JFD Brokers werden ja auch hier im nächsten Jahr den Multi-Asset-Bereich aufsetzen. Soll heißen, Sie haben dann neben den CFDs und Forex und natürlich Gold und Silber hier ganz, ganz allgemein dann die Möglichkeit, auch reale Futures und reale Aktien zu handeln. Das Portfolio unsererseits wird sich also hier erweitern. MetaTrader 5 wird kommen und auch noch weitere Plattformen. Da dürfen Sie sich schon mal freuen. Wird auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Roland, ja, wegen Regulierung Zypern ist korrekt. Zypern ist nicht Deutschland, BaFin ist BaFin und CISEC ist die zypriotische Regulierungsbehörde. Dennoch wird das hier im europäischen Kontext gesehen, weil auch MiFID II, wenn dann 2018 kommt, sozusagen aus Brüssel die europäische Regulierung in Sachen Finanzmärkte, das soll dann auch in 2018 Fahrt aufnehmen. Das wird sicherlich seinen gesamten Einfluss hegen und wir haben ja auch viele, viele Kunden in Deutschland und müssen uns da auch ein Stück weit natürlich anpassen. Und ich denke, die Regulierungsbehörden untereinander, wie auch die FCA in England, wird hier sozusagen dann auch da sicherlich gewisse Übereinstimmungen treffen. Insofern muss man hier auch dann natürlich berücksichtigen, dass auch wenn der Broker im Ausland sitzt, sicherlich hier der ein oder andere Broker auch Obacht geben muss, wie er denn das hier in Deutschland kommuniziert, umsetzt und auch dann mit deutschen Kunden handhaben wird. Aber letztlich ist das schon richtig. Die Regulierung ist in Zypern, insofern weit, weit weg. Aber wie gesagt, wenn man da hier einen gefährlichen Alleingang wagen sollte, wäre das sicherlich auch nicht im Interesse der oder des Brokers beziehungsweise auch der Kunden. Aber wie gesagt, es geht weiter, es geht voran. Wir wollen uns da hier auch nicht unterkriegen lassen mit unserem Modell der Transparenz und auch dessen, dass wir hier auch alles offenlegen können in Sachen Trade, Durchführung, Ausführung, sind wir hier schon seit langem auf dem richtigen Pfad. Und im Prinzip sind wir auch ja, diejenigen, die hier nicht das Interesse haben, dass Kunden verlieren, was leider Gottes bei CFDs ja viel, viel passiert. Deswegen auch daher auch der Aufschrei zu Recht der BaFin nach dem Motto, dass das ja schon eine sehr einseitige Geschichte ist und dann noch eben an den Kundenverlusten zu partizipieren, ist sozusagen noch das i-Tüpfelchen der ganzen Geschichte. Also hier aufgepasst, dass es da ja, nicht unbedingt die Falschen trifft. Wir bei JFD, wie gesagt, sind hier gut aufgestellt und auch vorbereitet für das, was da kommt. Sie als Kunden ohnehin. Und jetzt wollen wir uns mal dem Markt zuwenden. Ein bisschen hier die Vorrede. Aber es waren einige Fragen dazu da. Insofern ganz, ganz klar, dass man da auch drauf eingeht. Casa, das Essen am Freitagsevent. Tatsächlich, Günther vielmehr, nach einer Stunde abgeschaltet. Das Essen war vornehmlich, obwohl ich erst spät zum Essen gekommen bin. War ein ganz, ganz lustiger Event, muss ich sagen. Also hier mit Forex Pro Systeme, Euro Pro, hier einen schönen Event gehabt und Michael Vogt, war eine ganz, ganz runde Geschichte. So dann, heute hatte ich schon im Devisenradar Euro-Dollar und Silber unter die Lupe genommen. Werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben, wenn ich hier meinen Stream, wenn ich hier auf der Gottmord Startseite ganz klar zu sehen, hier mal in der Devisenbox. Wo ist es? Hier unten. Es kam schon wieder von Tomke News-Meldung, deswegen sind wir hier ein Stück weit runtergerutscht. Aber hier haben wir es jetzt, sich jeden Tag zu stehen. Das Devisenradar live dann auch auf der Seite zu sehen. Im Grunde genommen eine ganz, ganz tolle Geschichte, dass Sie sich hier sozusagen hautnah beraten fühlen können. Und wir haben hier das Major-Währungspaar, wie gesagt, analysiert. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass wir die Parität noch ansteuern, auch aufgrund der fundamentalen Verschiebungen, denn wir erwarten ja heute alle mehr oder weniger eine Leitzinsanhebung. Ja, wenn die nicht kommt, wäre das eine Mega-Enttäuschung. Die Märkte sind darauf vorbereitet. Wir bekommen die Woche auch noch viele Konjunkturdaten. Jetzt am Nachmittag auch noch einiges. Inflationsdaten jetzt in Kürze. Aber eben auch noch weitere Daten. Letztlich ist es so, dass es schon jetzt nach gut einem Jahr der ersten Leitzinserhöhung wohl Zeit wird, dass die Fed auch was tut. Vor einem Jahr, als die erste Leitzinserhebung eben stattfand, wurde ja vorausgeschaut gesagt, dass das Jahr 2016 mit weiteren 3 bis 4 Leitzinsanhebungen beseelt sein wird. Wie wir wissen, ist es nicht dazu gekommen. Ja, und jetzt praktisch die letzte Chance, in diesem Jahr überhaupt noch eine Leitzinsanhebung durchzuführen. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass das passieren wird. Darüber hinaus begleiten natürlich die Fed-Pressekonferenz 2030, was denn für das kommende Jahr sozusagen noch elementar sein dürfte, sein sollte. Das wird auf jeden Fall spannend. Heute 20 Uhr, Volatilitätszunahme durchaus einkalkulieren. Da könnte sich was tun. Vom Grundsatz her, vom Vorfeld, wie gesagt, erwarte ich, dass Euro, US-Dollar hier den Sinkflug weiter anstrebt. Und dann gehen wir jetzt mal hier in die Devisenbeschau.
Gold heute aktuell stark. Wir wollen aber jetzt mal den Euro-Dollar nehmen, der sich hier ein bisschen unentschlossen zeigt. Hier unten seht ihr schon den Dollar-Index, den schauen wir uns auch gleich nochmal an. Wie gesagt, hier neben dem Harmony-Pattern, wo ich ja schon seit längerer Zeit darauf hinwies, wobei ich zwischenzeitlich vor 6 bis 7 Monaten auch dachte, das kommt nicht dazu, weil wir hier so eine Art, ja, Ausbruchszone gesehen hatten. Jetzt letztlich wieder sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier die Parität ansteuern. Im Sinne des übergeordneten Abwärtstrendkanals eine feine Geschichte und natürlich auch im Sinne des Harmony Patterns. Da lade ich direkt nochmal den Chart von der letzten Research-Darstellung im November hoch. So, da ist er. Das ist praktisch das Harmony Pattern. Und das verspricht hier eine große Spannung im Bereich der Parität. Ich bin versucht, möglicherweise entgegen des gesamten Marktes irgendwo im Bereich der Parität, wenn sich hier Divergenzen und dergleichen aufzeichnen, hier eine mittelfristige Long-Position einzugehen, weil ich mir vorstellen könnte, dass hier ganz, ganz klar ein großer Überraschungseffekt erfolgen könnte, mit dem jetzt wenige rechnen. Ich vermute, wenn die Parität kommt, wird der Euro weiter totgetreten. Kann auch sein, dass er noch 1, 2, 300 Pips nach unten wegbricht, aber dann vermute ich fast, dass der Rebound durchaus möglich scheint. Das passt wirklich ins Bild nach dem Motto, wenn sie alle in eine Tür rennen oder durch einen Türspalt laufen wollen, dann wird das eine kurze Zeit funktionieren, aber nicht langfristig. Und da glaube ich dann auch, dass es hier mehr oder weniger dann zu einer Umkehr kommt, die dann überraschenderweise vielleicht im Bereich der Parität startet. Wäre ganz fantastisch. Aber wir warten mal ab. Gut. Euro-US-Dollar, jetzt bin ich da doch wieder hängen geblieben, ist aber wichtig für heute. Gehen wir kurz auf den Tagesschart ein im Endeffekt. Das große Bild ist klar. Wie gesagt, Parität, denke ich, dürfte kommen. Und hier im Tagesschart sehen wir, dass es seit gestern ein Stück weit unentschlossen ist. Wir tänzeln hier ein Stück weit hin und her. Im Zuge der Fed kann es heute durchaus mal 1-200 Pips auch nach oben oder unten gehen. Das muss man einkalkulieren, keine Frage. Aber ich rechne mit dem Bruch der 1,05. Und insbesondere, wenn wir hier ein neues Tief machen, unterhalb des Tiefs hier vom März 2015, glaube ich, kann sich auch ein mittelfristiger Short auszahlen, ja, der dann hier in jedem Falle seinen Weg nach unten einschlagen dürfte, weil wenn das Level aufgegeben wird, wie gesagt, charttechnisch, dann wäre eigentlich der Weg frei bis zur Parität. Und da sprechen wir immerhin über rund 500 Pips. Das ist ja mal eine Hausnummer. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses Niveau touchiert, erreicht, angegriffen, wie auch immer wird. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das geschehen könnte. So wollen Sie mal formulieren. Gut, also, was haben wir noch zu bieten? Silber hatte ich ja beleuchtet. Ich möchte euch aber auch heute den Dollar-Chart mal zeigen. Den hatte ich auf dem JFD Desktop vor gut 2 Wochen mal analysiert. Eben vor dem Hintergrund des Ausbruchs über die 100-Punkte-Marke, strong bullish, spricht per se jetzt hier erstmal wirklich vieles für weiter anziehende Preise. Auch wenn wir uns das große Bild anschauen, Moment, ich schieb's mal rüber. Dazu nehme ich jetzt mal den Teletrader-Chart, also den Trade-Signal-Chart, hier auf Wochenbasis. Ja, große Seitwärtsphase, wie beim Euro-US-Dollar, nur der US-Dollar-Index ist schon ausgebrochen nach oben. Der Euro-US-Dollar hat die 1,05 nach unten noch nicht aufgelöst. Wenn ich mir den Chart aber anschaue, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, schon hoch. Das soll heißen, gerade wenn der Euro eben weiter nach unten abtaucht, der US-Dollar-Index hier sehr, sehr gute Chancen besitzt, hier weiter nach oben zu laufen. Ich glaube aber, dass im Sinne der Projektion dieser Seitwärtsphase hier nach oben drauf, ich glaube im Bereich 106, 108 wird die Luft dann dünner. Und einfach zyklisch gesehen hat der US-Dollar dann auch sozusagen seine Phase im Endeffekt hier vollzogen, der ja mehrjährigen Aufwertung. Weil wenn wir uns das mal anschauen, jetzt schauen wir uns den Chart mal ein Stück zurecht, so, ja, sehen wir, dass wir hier seit 2008 eine Aufwärtstendenz, was habe ich denn hier mit meiner Zunge heute? Ist ja der volle Haspler. Also wir haben hier eine Aufwärtstendenz seit 2008, die sich dann hier im Jahr 2014 beschleunigt hat. Warum? Primär, weil die Fed ab diesem Zeitpunkt angekündigt hat, die Leitzinsen anzuheben. Und jetzt kommt es auch natürlich hier im Herbst 2014 quantitativ easing eingestellt hat. Also das, was die EZB jetzt hier praktisch auch in der letzten Woche nochmal erhöht hat im Sinne des Anleihekaufprogramms, im Sinne der Verlängerung des Anleihekaufprogramms, hat die USA im September, Herbst war es, ich weiß gar nicht, ob es September war, auf jeden Fall die
Quantitative Easing Programme zur Förderung, Stützung der Wirtschaft und der Aktienmärkte eingestellt und das beflügelte den Dollar hier übermaßen. Und ja, der Aufwärtstrend, wie gesagt, ist seit 2008 im Bilde. Wenn wir jetzt nochmal 8 dazu nehmen, 2016, und so ein Dollarzyklus geht 7 bis 8 Jahre. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der US-Dollar jetzt hier ins Jahr 2018 mal betrachtet, weiter nach oben hier so emporschnellt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ob es passiert, wir warten es mal ab. Könnte mir aber, wie gesagt, vorstellen, dass wir dann sozusagen ein Stück weit auch am oberen Bereich der Performance angekommen sind und der US-Dollar dann, ich rede jetzt hier wirklich über mittel- bis langfristige Aussichten, hier wieder zurückkommt, was ergo dem Euro wieder beflügeln dürfte. So zumindest mal hier meine Annahme unter der großen Brille. Gut, in der kurzfristigen Beschau, das war jetzt gerade der Wochenchart, nicht wahr? Haben wir jetzt hier Tageschart und da hat der Pullback hier in Richtung 100 Punkte mit Bravour geklappt und jetzt könnte ich mir im Prinzip vorstellen, durch diesen Touch, dass der Markt eigentlich reif ist, hier wieder nach oben anzuziehen. Der Weg nach oben ist wie gesagt frei, gibt jetzt hier keine Hürden mehr. Das Level von 100 psychologischer Natur hier hervorragend aufgelöst und mit diesem Pullback hier auch hervorragend, das ist wirklich, ja, ich muss schon sagen, charttechnisch eine Glanzleistung, hier perfekt bestätigt das Ganze und jetzt darf es eigentlich nur nach oben gehen. Ja? Wenn wir hier nochmal die 100 testen, okay, haben wir einen Doppelboden vielleicht, wäre sogar noch ein besseres Sprungbrett, um von diesem Level dann weiter empor zu steigen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist eben sehr, sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Gut, Gold, gucken wir noch kurz auf Gold. Den hatte ich ja, wie gesagt, bei Silber heute nicht mit in der Beschau, aber hier auch die Annahme dessen, dass der Goldpreis so ein Stück weit seitwärts tänzelt nach der letzten Analyse, hat sich ganz gut erfüllt. Das Level von 1150 darf nicht unterschritten werden. 1140 und speziell die große Abwärtstrendlinie hier, das schauen wir uns jetzt mal im Wochenchart an, hier die Geschichte, da sollten wir nicht drunter gehen. Ja, das ist die Abwärtstrendlinie, die er aber durchbrochen hat, hier aus 2013 herrührend, mehrfach bestätigt, hier Ausbruch, hier Pullback, Rauflauf, jetzt kommt hier nochmal ein Rücklauf und das Ding sollten wir nicht mehr unterschreiten. Also wenn Gold auf Wochenbasis hier unter 1150 ist das Key-Level, aber ich sag mal, 1130, also deutlich unter diesem Level aus dem Handel geht, wäre das eine sehr, sehr unschöne Situation. Und dann, wenn wir das mal sehen hier, was seit Anfang 2016, also vielmehr Ende 2015, aber insbesondere Anfang 2016 schoss der Goldpreis ja hier nach oben. Da sehen wir hier, dass wir relativ viel dieser Bewegung schon korrigiert haben. Sie sehen auch hier das 61er Fibo-Level, hier diesen starken, steilen Seitwärtssupport im Bereich 1165, da hangeln wir uns gerade rum. Da sollten wir nicht signifikant runterfallen, wenn das passiert. Steht die Gefahr im Raum, dass wir hier die Tiefs aus 2015 nochmal ansteuern und hier eben das Niveau der runden 1000-Dollar-Marke in uns touchieren. Also wenn der Dollar jetzt nochmal aufpoppt, der Dollar nochmal stärker erfährt, ist das natürlich korrelationstechnisch für den Euro schlecht und auch für die Edelmetalle und auch insbesondere Gold schlecht. Das heißt, es kann hier durchaus zu einem Break nach unten kommen. Im Sinne dessen, was ich aber gerade sagte, dass ich nicht glaube, dass das hier die große Renaissance wird, weil der Goldpreis, wie der Dollar schon seit 8 Jahren eben auch seinen Aufwärtstrend hat, glaube ich, dass es hier dann möglicherweise zu Fake-Signalen kommen könnte. Aber idealerweise passiert das gar nicht, dass wir hier deutlich unter 1150 zurücksacken. Heute Abend, wie gesagt, ich bin gespannt auf den Goldpreis morgen. Für alle Teilnehmer heute, ich habe es vorhin gepostet, wir machen morgen früh. Da werden wir das, wie gesagt, jetzt dann mal auswerten, was der Goldpreis hier speziell heute zur Fed gemacht hat. Wir haben ja morgen hier den JFD Live Event, wo Jens Klatt und ich praktisch hier gute, ja, mindestens 3, 4, 5 Stunden den Markt beleuchten. Da, wie gesagt, seid sehr herzlich eingeladen, kostenfrei. Morgen 8:45 geht's los. Wird auch der Jens hier seine DAX-Analyse live durchführen und hier sozusagen dann auch die Meinung bilden, wie er denn da hier agiert, also Intraday wie auch im Big Picture Bereich, werden wir hier sehr, sehr schöne Analysen meines Erachtens hier vom Stapel lassen. Dürft ihr euch schon mal freuen. Und ansonsten jetzt back to the markets und zwar Rohstoff. Hier ist Silber. Und dann gehe ich gleich mal auf Öl ein, weil ich gerade die Frage gelesen habe. Öl können wir uns selbstverständlich anschauen. Tilo, ganz klar, heute kommen die Lagerbestände. Das ist beim Mittwochs Devisenradar ja eigentlich immer ganz, ganz spannend, nicht wahr? Dass wir hier praktisch vor den News uns den Ölpreis anschauen können und auch den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar natürlich, der hier immer stark durch Rohstoff und den Ölpreis selbst beeinflusst wird. Gut, zu Silber brauche ich nicht viel sagen. Ihr habt das wahrscheinlich gestern auch schon gelesen. Die Analyse auf dem JFD Desktop. Für alle, die ihn nicht kennen, ich hoffe, ihr kennt ihn. Da müssen wir mal sehen, wo ist er denn hin? Da ist er. Ja, hier gibt es in die Videobox und hier Silber gestern Abend nochmal geschossen mit dieser bärischen Flagge und die schauen wir uns jetzt direkt live nochmal an, weil wir den Chart wieder finden, da haben wir ihn. Also,
Wir sind jetzt hier genau in dem Niveau 17,15. Das ist also ein wirklich sehr, sehr hochinteressantes Level, wo Silber jetzt hier angestoßen ist. Und ja, wenn die Fed heute nicht wäre, kann man oder könnte man hier durchaus ein spekulatives Short-Engagement pflegen. Ja, vor dem technischen Hintergrund, der sich hier sehr, sehr klar darstellt. Und ich habe das heute Morgen auch im Devisenradar schon dargestellt, dass hier Silber kurzfristig auch nach unten knickt. Das passt eigentlich ganz gut. Und wenn die bärische Flagge aufgelöst wird, rein technisch habe ich das jetzt hier noch nicht im Chart dargestellt, aber wenn wir das mal als Ausgangsstrecke nehmen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so heftig kommt, aber es wäre eine Möglichkeit. Die Flagge aufgelöst wird, sieht das dann am Ende so aus. Das heißt, hier diese Abwärtstrendlinie von dem Trendkanal wäre ein technisches Ziel. Das heißt, hier 16, 15,65 $, 15,50 $, dieses Niveau hier eben, ja, muss noch nicht mal das Mindestziel sein. Und wir bedenken gerade nochmal, wenn der Dollar nochmal auftritt, Euro-US-Dollar in Richtung Parität segelt, dann kann Silber-Gold hier auch nochmal ein Stück weit wegbrechen. Technische Situation beim Gold, wie gesagt, hoch angespannt. Technische Situation beim Silber hier in einer sehr, sehr klaren bärischen Struktur. Und ja, das passt eigentlich alles fast schon zu klar aufs Auge. Ist fast zu schön, um wahr zu sein. Aber wir werden mal sehen, was da heute abgeht. Ein Short-Engagement, keine Handelsempfehlung wohl bemerkt, liebe Zuschauer. Ihr wisst genau, ich kann und darf das nicht machen, aber Informationen zum Markt darf man geben. Und jeder muss sich des Risikos natürlich auch bewusst sein, wer denn hier an den Märkten agiert. Aber ich denke, dass ein Großteil von euch hier Gelb ist nicht zu lesen. Muss mal auf, dann machen wir es blau. Schaut's, das sieht doch besser aus, oder? Oh, das muss man mal groß sehen. Das ist gar nicht groß so. Jetzt müsste man es besser sehen. Das wäre eine theoretische Projektion. Ja? Also einfach eine Ableitung aufgrund der Vorbewegung. Und so läuft eine ideale Flagge ab. Starker Vorwärtsimpuls, zwischenzeitliche Konsolidierung in Form einer Flagge und starker Folgeimpuls. Dann idealerweise im Verhältnis der vorherigen Abwärtsbewegung. Das so per se die Lehrbuch. Meinung von einer Flagge, von der Ausbildung einer solchen. Und das ist, wie gesagt, hier ein sehr, sehr schönes Beispiel. Aber aufgepasst, wenn natürlich hier Silber nach oben rausschießt und deutlich über 17, ja, 25 würde ich sogar schon sagen, 17,35 wäre dann schon das Gros, muss man davon ausgehen, dass es hier eigentlich weiter nach oben gehen kann. Ja? Wobei die Flagge selber sich auch noch weiter fortgestalten darf. Aber jeder, der sich mit technischer Analyse auseinandersetzt, der weiß, solche Flaggen dürfen hier keinen, ja, langen Charakter haben. Solche Flaggen sind kurzfristige, zwischengeschaltete technische Muster, die hier eben auch ein kurzes Zeitintervall haben sollen. Wenn sie es länger haben, dann wird sozusagen so eine Art Flagge dann hier schon den Trendkanal und dann, ja, verliert die Flagge an ihrem Charme. Das heißt also, grundsätzlich kann Silber jetzt hier nicht die nächsten Tage noch bis in den Januar hinein hier nach oben steigen. Dann wäre das ganze Setup einer Flagge praktisch hinfällig. Das mal am Rande. Aber wie gesagt, ich denke, da ist der Grundtenor gleich. Was ich hier aber dann eben dazu spannend finde, meine lieben Zuschauer, ist, so, jetzt gehe ich nochmal auf die Forex-Märkte ein, zählt natürlich dann auch Gold dazu, dass ich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Australdollar, US-Dollar anschaue und ich ja eine US-Dollar-Stärke erwarte, der Australdollar hier entsprechend natürlich auch wieder im Euro hier unter die Räder geraten dürfte, glaube ich aber, dass der sich hier ganz gut hält. Jetzt sehen wir hier mal so ein Setup, also der schraubt sich auch jetzt hier nach oben. Also es ist definitiv so, dass der Australdollar, also im Kontext der Währungen gegen den US-Dollar, hier ein relativ gutes Bild macht. Also der strotzt schon ein Stück weit vor Stärke und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die Leitzinsen weiter gesenkt werden in Australien. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie gesagt. Insofern, bei Neuseeland ist das wieder was anderes, aber beim Australdollar, Neuseeland-Dollar, hier dem Aussie, sieht das technisch auch ganz gut aus, auch weil wir hier dieses Widerstandsband wieder zurückerobert haben. Gut, der Wochenschluss ist nicht da. Da kommt es natürlich darauf an, dass wir das auch auf Wochenschlusspreisbasis halten können. Aber grundsätzlich sieht das mal hier ganz, ganz spannend aus. Und die, ja, technische Ausgangslage jetzt oberhalb von 0,7460 sieht gut aus. Also ich würde mal schräg behaupten, dass das ein mögliches Szenario wäre. Ja, kann man sogar hier eine Trendlinie einzeichnen. Ihr wisst, schräge Trendlinien, klar, kann ich nochmal wieder sagen, aber sind dennoch ein Hilfsmittel, um sozusagen mal tendenziell hier was auszuloten, wenn er hier mal zurückkommt. Aber wenn er hier signifikant die 0,7460 nicht mehr unterschreitet, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Ja, dann sieht das ganz gut aus. Muss man hier unterstellen. Wir schauen auch mal die Saisonalität mal
uns dazu an. Wie sieht es denn hier aus mit Blick auf die kommenden 20 Tage? Oh, gibt schon schlechtere Entwicklungen, meine ich mal. Wir gehen jetzt mal in die nächsten 40 Tage. Wie sieht es hier aus? Der Weg. Ah, gut. Januar ein Stück weit volatil, schwankend. Aber tendenziell will ich mal sagen, ein leichter Rückenwind, der hier nicht zu bestreiten ist. Okay. Ja. Schaut also von der Basis aus eigentlich ganz gut aus. Also so insofern Australdollar hier mit einer relativen Stärke zum Dollar, so will ich das mal formulieren. Sieht man auch, wenn man das große Bild sich mal anschaut, hier auf Wochenbasis. Klar ist der hier zurückgefallen, insbesondere ab 2014. Wir nehmen auch hier wieder den Sommer, als die Entscheidung der Fed kam, wie vorhin beim US-Dollar-Index ja auch schon angesprochen. Da hat er auch hier die 0,8660 aufgegeben, dieses Horizontallevel hier. Und dann war hier im Prinzip die Sintflut eröffnet, massive Kursrückschläge, aber hier jetzt seit Ende 2015, 2016, ja, ich will nicht sagen, dass es hier eine 1A-Bodenbildung ist, aber im Grunde genommen sieht das hier nach einer Stabilisierung aus, die sich auch fortsetzen könnte. Also das Risiko hier, dass wir neue Tiefs machen, sehe ich jetzt nicht unbedingt als wahrscheinlich an. Das mal so am Rande. So, jede Menge. Wow. Der Chat ist ja voll mit Fragen und auch Währungspaaren. Ja, meine Güte, aber Öl muss ich noch machen, habe ich nicht vergessen übrigens. Wie gesagt, ich hatte auch ja das JFD Rohstoff- und Devisenradar, aber ich auch meine, wir müssen die Rohstoffe immer mal unter die Lupe nehmen. Die kommen hier wirklich viel zu kurz, gerade Öl auch. Wann ist die Haupthandelszeit vom Australdollar US-Dollar? Ja, der Australdollar ist natürlich das ozeanische Pair neben dem Neuseeland-Dollar, der hier seine Haupthandelszeit natürlich in der Nacht beginnt. Das geht ja 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit sonntags schon los in Neuseeland. Zieht sich dann über den Globus hinweg und ja, Neuseeland hat hier praktisch von auch jetzt in der Woche 22, 23, 24 Uhr eine Primetime. Japan kommt ja dann praktisch später dazu in der Nacht, 1, 2 Uhr. Aber grundsätzlich ist das eigentlich mit die Haupthandelssession, obgleich gerade durch den US-Dollar beeinflusst, der Neuseeland-Dollar, Australdollar, beide jetzt mal als ozeanische Paare genommen, hier auch während der US-Session durchaus eine beliebte Währung sind. Aber die Haupthandelszeit ist im Prinzip die Zeit, wo die mitteleuropäische Uhr sozusagen über den Globus läuft. Jetzt müsste ich mal das Chartbild suchen oder die Grafik. Letztlich, wie gesagt, auch in der Nacht, wie bei den Yen-Pairs. Also es ist nichts Ungewöhnliches, dass gerade Australdollar, Neuseeland-Dollar und Währungen, die mit oder dem Yen im Kontext stehen, hier während der Asia-Session insbesondere starke Ausschläge vollziehen. Also das muss man berücksichtigen, gerade auch hier immer mal der Blick auf den Terminkalender, nicht wahr? Aber zum Beispiel heute 22:30 Uhr Neuseeland. Ja. Manufacturing Index, das ist jetzt hier nicht das Brett, aber es gibt zum Beispiel Leitzinsentscheidungen auch 22 oder 23 Uhr in Neuseeland, die dann eben hier durchaus starke Ausschläge generieren können. Ja, und hier sehen wir es eben, dass zum Beispiel die Wirtschaftsnachrichten aus Neuseeland eben 22:30 Uhr kommen. Und das hat für den Neuseeland-Dollar dann natürlich dann auch hier eine beeinflussende Wirkung. Hingegen andere Währungspaare sich nun mal gar nicht tangiert fühlen um diese Zeit. Die bewegen sich vielleicht in einer Range von 5 Pips und der Neuseeland-Dollar in oder zu diesen Zeiten von News oder Zinsentscheidungen dann eben sehr, sehr viel volatiler. Insofern, ja, ein globaler Markt, muss man wissen. Grundsätzlich aber, da ja da beim Kiwi, also dem Neuseeland oder US-Dollar, der US-Dollar als Zielwährung mit drin steckt, sozusagen auch volatil unter Tags der European Session oder auch der US-Session, gerade wenn der Neuseeland-Dollar eben zum Beispiel durch die Asia-Session einen gewissen Auftrieb erfahren hat. Schauen wir uns den einfach mal am besten mal parallel dazu an. Macht vielleicht dann mehr Sinn, aber wie gesagt, Australien haben wir schon schön besprochen. Wenn eben hier in der Asia-Session schon Impulse kommen, die währungstechnisch begünstigend sind, dann hat man natürlich hier auch die Ausgangssituation, dass das auch sich vortragen kann im weiteren Handelsverlauf der European Session oder auch jetzt wie dann schon der Beginn der US-Session. Das kann sich sozusagen fortschreiben. Und gerade wenn Sie die Ranges zum Beispiel beachten, die Daily Ranges, dann ist es da auch immer wichtig, zum Beispiel mal zu sehen, hat das Währungspaar eigentlich noch grundsätzliches Potenzial, seine durchschnittliche Range auszureichen. Also Beispiel geben jetzt Neuseeland oder US-Dollar, was hat er gerade? Da bewegt sich gerade mal so um die 60, 70 Pips, das ist jetzt nicht wirklich viel. Aber wenn er zum Beispiel in den European Handel startet, 8, 9 Uhr, und da zum Beispiel erst 30 Pips zurückgelegt hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass zumindest nach Range-Gesichtspunkten
die übrigen 30, 40 Pips dann während dieser Handelssession noch abgearbeitet werden. Hingegen, wenn man auf das Währungspaar guckt zum European Start und dann hat er beispielsweise schon seine 60, 70 Pips zurückgelegt, ist es natürlich dann so, dass man sagt, puh, naja, es kann auch ein Overrange-Tag werden, aber tendenziell würde ich das Währungspaar dann eigentlich nicht traden wollen, um das nochmal so zusammenzufassen. Gut, jetzt werden wir weiter mal durch den Währungsdschungel gehen. Euro-Yen ist hier mehrfach gefragt, auch gerade nochmal rein. Ich seh den Namen leider nicht, kann ich jetzt nicht ganz genau zuordnen, aber ein Buch gelesen, dass die globalen Märkte mit dem Nahen Osten eine Wirkung hinterlassen und beeinflussen. Nahe Osten inwiefern als Wirtschafts- oder Krisenherd, wäre die Frage. Aber grundsätzlich, ja, die Welt hängt zusammen. Ich meine, die Währungspaare sind ja auch hier sozusagen ein globaler Indikator. Das ist mittlerweile so miteinander verbandelt, dass man hier schon sagen muss, wenn dort drüben irgendwas umfällt, dann beeinflusst das auf der anderen Seite auch wieder Nachfrage bzw. Reaktion diverser Art. Das hängt schon alles, man sagt nicht umsonst, globalisierte Welt, mittlerweile ja auch vernetzte Welt. Das hängt alles zusammen. Ja, Krisen im Nahen Osten, ja, also das ist natürlich eine Geschichte, ölbedingt bzw. rohstoffbedingte Kriege sind ja seit jeher keine Seltenheit. Das ist sicherlich gerade Syrien eine heikle Geschichte, aber grundsätzlich hier immer, wenn man an den Märkten agiert, mit einem Ohr mal so ein Stück weit auf die globale Entwicklung schauen, das macht es ja auch gerade interessant. Das ist ja auch das, wo ich sage, die Leidenschaft für die Märkte ist, sind ja jetzt nicht zwingend nur die Charts, die Analyse, das große Geld hinter den ganzen Kursen, sondern es ist ja auch ein intellektueller Anspruch, den man hier hegt. Man muss sich ein Stück weit mit Dingen auseinandersetzen oder auch über Dinge nachdenken, die jetzt ein Otto-Normalbürger sozusagen auch gar nicht im Kopf hat. Ja, das finde ich eben auch sehr, sehr spannend an den Finanzmärkten generell, an den Forex- und Devisenmärkten, dass man eben hier so einen kleinen globalen Blick auch braucht und so ein Stück weit die Welt verfolgen muss und das hält einen geistig fit. Ich meine, André Costolani, ich habe ihn noch kennengelernt, meine Güte, Ende der 90er. Das ist natürlich hier eine ganz klare Hausnummer, wo man sagt, ja, das ist ein Anspruch, der einen intellektuell auch herausfordert und auch das Ganze interessant werden lässt, weil man eben durchaus ein Stück weit querdenken muss, anders denken muss und eben auch immer wieder neue Geschehnisse auf die Märkte einbröseln. Also, wie gesagt, die Beeinflussung ist definitiv da. Theorien gibt es viele, wohin die Reise gehen kann, auch über die Euro-Trennung, Nord-Süd-Euro, das Ende des Euros, was weiß ich, das ist natürlich crazy, ja, also das ist, kann man unendlich fortschreiben. Grundsätzlich, wenn wir uns mal an die Märkte halten, dann werden wir hier auch viele Reaktionen ablesen können. Ja. Und ob die große Korrektur jetzt 2017 kommt, bleibt mal dahingestellt. Zyklisch sollte sie kommen. Wenn sie ausbleibt, dann kann es hier vielmehr noch mal eine richtig crazy Rallye nach oben geben. Und am Ende schaut man dann vielleicht hinterher und sagt, meine Güte, wieso habe ich das verpasst? Aber es gibt eben Wiederholungseffekte und auch Ausnahmeeffekte. Und das können wir nur versuchen, mit Wahrscheinlichkeit mehr oder weniger einzugrenzen. Also summa summarum, back to the markets. Neuseeland-Dollar, US-Dollar hier auf Wochenstartbasis, um das mal ein Stück weit größer zu fassen, mit Potenzial nach oben. Ähnlich auch wie der Australdollar, wobei ich hier beim Neuseeland-Dollar durchaus noch Risiken sehe, dass die Notenbank den Zinssatz senken könnte. Also ja, im Vergleich zum Australdollar hier jetzt aktuell ein Stück weit spannender im Sinne des Aufwertungsprozesses. So, schauen wir jetzt mal auf den Euro-Yen, der sich ja mustergültig nach oben entwickelt hat. Hier auch auf Wochenbasis. Was ein Ausbruch. Also ich sage mal, die Geschichte ist durch. Da muss man ganz klar sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt hier weiter nach oben geht, sehe ich als erhöht an. Ein richtig sauberer Ausbruch auf Wochenbasis. Hier im Endeffekt, also eine Umkehr jetzt nach unten in Richtung 100, das wäre ein Worst Case, ja. Wenn er wirklich unter 118 nochmal zurückfallen würde, ich meine, da reden wir nur über 400 Pips vom aktuellen Niveau ausgehend. Wenn er das denn tun sollte, dann wäre das sehr, sehr kritisch. Also das wäre ein Rückfall in den gebrochenen Abwärtstrend, Abwärtstrendkanal wohl bemerkt. Dann holla die Waldfee, dann knickt der mal richtig weg. Also das wäre sehr, sehr schlecht. Aber ich sehe das technisch hier eigentlich als eine hervorragende Ausgangsbasis für weiter steigende Preise. Vermutlich hier die Zone um 124,50, doch durchaus sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier hinlaufen. Dann noch ein Stück weit drüber, 127 roundabout, schönes Horizontallevel, was hier durchaus anvisiert werden könnte. Ich glaube, der Weg nach oben ist hier gerichtet, obgleich, ihr wisst, beim Euro-Yen steckt der Euro mit drin, ja, das Basiswährung Euro, hat natürlich hier so ein Stück weit den Fadenbeigeschmack, dass der Euro wohl noch nicht sein Tief gefunden hat. Also im direkten Kontext beider Währungspaare,
Währungen, Moment, Währungen, wäre jetzt hier zum Beispiel der US-Dollar-Yen aus meiner Sicht ein Stück weit attraktiver. Aber Euro-Yen, wie gesagt, grob gesagt über 120, grundsätzlich bullisch, unter 118 wird es kritisch. Wir gehen mal in den Tagesschart, um es ein bisschen einzugrenzen. Auch hier die unlängste Analyse. Ja, also hier der Ausbruch aus dieser Range war ja formidable. Dann ging es ja steil nach oben. Erstes Ziel habe ich auch schön angelaufen, die 122, da ein bisschen rumgestochert. Schaut euch das an, hier von links kommt. Das sind Niveaus gewesen aus Februar 2016. Schwubbeldiwupp, hier rüber gezogen. Schöne Stauzone. Also hier gab es einen Schlagabtausch. Das ist de facto der Fall, faktisch zu sehen. Und dann hier Ausbruch nach unten, hier noch ein schöner Pullback. Swoosh, bevor dann hier der Brexit-Event letztlich erfolgte, gab es nochmal richtig mit der groben Kelle. Und dann aber hier exakt dieses Level wieder angesteuert. Und mit diesem Ausbruch hier unten war das erstmal die Abwärtstrendlinie, aber dann eben auch hier diese Horizontalzone, ein Zielbereich. Und wenn der Deiz eben drüber hupft und sich hier mehr oder weniger hält, dann sieht das eigentlich ganz gut aus, dass die Geschichte hier weitergeht. Also wie gesagt, hier 161er Fibo-Projektion verspricht 126 Yen und dann haben wir hier den Horizontalwiderstand, wie gerade im Wochenchart auch schon gesehen, bei 127. Also ich denke, da läuft er hin. Was wir nicht tun sollten, ist eben, auf Tagesbasis kann man das Ganze noch ein Stück weit enger bemessen. Da sehen wir hier das Tief vom 8.12. Was war das? 120,90. Ja, ein Stück weit runter, 120,80. Also hier sollte man ja nicht mehr drunter fallen. Das wäre auf Tagesbasis bezogen ein schlechtes Signal. Also gleiches hier noch Spielraum gäbe, aber nein, das muss er nicht. Schauen wir uns auch mehr die Saisonalität an. Die haut euch jetzt von den Socken. Also das ist ja was, wo ich sage, das ist ein Katalysator. Und schwupp, das sieht nicht schlecht aus. Schaut euch das mal an, was hier im Dezember noch kommt. Und auch im Januar bis in den Februar hinein haben wir hier saisonal bullischen Rückenwind. Also es bläst förmlich nach oben das ganze Geschehen ist hier. Aber im Kontext jetzt, ich sagte ja gerade schon, Euro-Yen, wie gesagt, bullisch. Euro aber noch ein Stück weit eben hier so ein bisschen den Deckel oben drauf. Schauen wir uns mal US-Dollar-Yen an. Naja, kommt heute hier ein bisschen unter die Räder. Hat aber, jetzt schauen wir uns das mal hier auf dem großen Wochenchart an, also hier eine enorme Strecke zurückgelegt. Auch noch ist noch viel näher an den Hochs dran aus 2015. Hier Abwärtstrendlinie. Jetzt aktuell hier ein starkes Widerstandslevel erreicht. Ihr könnt euch das vielleicht oder könnt euch das in Erinnerung rufen. US-Dollar-Yen hatte ich auch im Devisenradar. Das war ein Ziellevel hier um 116 Yen. Hier nochmal Dip drüber, kleiner Rücklauf und dann Attacke an diese Trendlinie. 118 Yen auf jeden Fall ein Ziel. Und im Kontext dessen, dass es hier durchaus weiter hochgehen kann, das müsste aber dann auch für weiter steigende Aktienmärkte sprechen. Also spricht der Yen als sicherer Hafen hier nicht gefragt. Und insofern weiter nach oben tendierend. Saisonalität ist jetzt hier nicht der Brüller, sehe ich gerade beim US-Dollar-Yen. Steckt sich so ein bisschen mit dem Bild, was man hier charttechnisch zeichnen kann. Aber eben vor dem Hintergrund, dass der US-Dollar kurzfristig durchaus noch positiven Bias hat, denke ich mal, der US-Dollar-Yen könnte hier auch stärker performen als der Euro-Yen. Als direkte Annahme mal im Vergleichskontext der beiden Währungspaare. Obgleich jetzt hier mit der Saisonalität verglichen, sieht Euro-Yen besser aus. Aber so eine Saisonalität, ihr wisst das, ist im Prinzip nur eine Indikation der Vergangenheit. Und ja, durchaus schön, wenn das technisch zusammenpasst. Aber der Chart hat hier natürlich das Oberrecht einer Entscheidungsfindung, also der aktuelle Preisschart, die aktuelle Preisentwicklung. So, Grüß aus der Karibik. Meine Güte, wir haben einen Zuschauer aus der Karibik, das freut mich sehr. Wir hatten auch schon häufiger einen Teilnehmer aus Thailand. Ich weiß nicht, ob heute zugegen, aber aus der Karibik, lebend in der Karibik oder Urlaub, das ist ja auf jeden Fall formidable. Ich weiß auch, dass wir einige Österreicher dabei haben. Ich weiß nicht, ob wir Schweizer dabei haben. Ansonsten viele Deutsche. Freut mich aber auf jeden Fall. Das Forum heute ist voll und so soll es ja auch sein. Och, direkt leben in der Karibik, meine Güte. Das nenne ich mal sehr, sehr gut. Hui, wir haben auch die Kanaren unter uns und Panama. Na, das ist ja ein Riesending. Fantastisch. Freut mich natürlich, dass wir hier praktisch schon global vernetzt sind. Irgendwann muss ich mal hier so eine Landkarte aufmachen und dann die Punkte setzen, von wo hier überall zugeschaut wird. Aber perfekt, wunderbar. Freut mich ja, dass wir so einen breiten Radius haben, wo wir hier die Leute abholen. Gut, jetzt wollte ich aber nochmal Öl kurz beleuchten, wenn ihr nichts dagegen habt, liebe Leute. Und dann nehme ich hier WTI natürlich als Gardemaß. Hoppala, aber was ist denn das jetzt für ein Chart? Moment. Rohstoff. WTI Daily. Da ist er. So.
Wir bekommen jetzt gleich in 45 Minuten oder lass es genau 47 sein, hier die Öllagerbestände rein. Zeigt, hoppala, da haben wir sie. Eine leichte Veränderung wird hier, oder ein leichtes Minus wird hier erwartet. Quatsch, was sage ich? Hier unten sind wir doch. Das sind die Lagerbestände aus den USA. Hier sind die Rohlagerbestände. Prognose sehe ich hier gerade nicht bei Guidance, wundert mich. Letztlich grenzen wir mal die technische Situation jetzt ein. Wir hatten hier eine, also das war ja auch der Clou an der Geschichte, hier diesen Ausbruch, der sich hier zum Fake wandelte. Und die Idee, wenn wir jetzt unterhalb von 52 Dollar je Barrel blieben, dass der sich hier nach unten eben nochmal im Sinne eines Pullbacks entwickelt. Aber was wir hier sehen, das ist natürlich technisch gesehen eine sehr, sehr miese Nummer. Aber darauf muss man sich einstellen. Wäre ja sonst zu einfach. Hier ein schönes Doppeltop. Das war allerdings vornehmlich einzufangen. Ihr wisst das vielleicht im Oktober auch da. Videos/Analysen zum WTI-Öl. Nach dem Motto, hier ist auch eine Divergenz zu sehen. Also das war wirklich mustergültig. Hier mit dem Hoch vom 19. beginnend dann hier sozusagen eine Abwärtstendenz, ja, im RSI, dass sich hier im Preislevel noch nicht dargestellt hat. Hier spricht man ganz klar von negativen Divergenzen, die tendenziell sehr funktionell sind, aber natürlich auch kein Gradmaß, dass es passiert, aber eine gute Indikation. Und da ging es dann eben hier tatsächlich sehr, sehr schnell nach unten und hier im Supportbereich 43,50 tatsächlich mit dieser Hammerkerze hier schön nach oben gedreht und dann eben hier diesen Ausbruch vollzogen, auch im Sinne der Reduzierung der Ölförderung, ja, was da hier praktisch die ÖPEC in Wien entschieden hat, das war ja praktisch auch ein Boost für den Ölpreis. Alles wunderbar und auch hier die Projektion Richtung 58 Dollar per Barrel, das favorisierte Szenario. Nur dann plätscherte der Preis nach unten und stellte hier sozusagen eine Art Fehlausbruch in den Raum, was mich dazu mutmaßen ließ, okay, dann geht der Preis jetzt eben hier doch nochmal ein Stück tiefer. Sehen wir mit dem Gap-Up nicht. Wir sehen jetzt hier, was passiert ist. Schön nach oben gelaufen, in die nächste Widerstandszone rein, hier um 54 Dollar je Barrel, da tänzelt er jetzt so ein bisschen umher, aber ganz ehrlich, meine lieben Leute, das Gap, ja, kann geschlossen werden, durchaus möglich, muss nicht, kann, wenn es dazu kommt, gerade heute mit den Röhrlagerbeständen, das wäre ein Strong Buy. Also das wäre schon eine feine Geschichte. Vielleicht mache ich auch ein Live-Video zu den Röhrlagerbeständen auf unserem JFD-Desktop. Liebe Leute, nochmal hier, Live-TV, das werden wir nächstes Jahr auch noch ein Stück weit ausbauen. Jetzt kommt es noch. Wir wollen auch ein Stück weit mehr News-Trading involvieren. Okay? Also wir haben ja hier den einen oder anderen, der auch mit besonderen Tools arbeitet, gerade zu News. Und das ist meine Idee zum Beispiel, das werden wir alles noch ein Stück weit abstimmen, aber also zum Beispiel regelmäßig einen Fed-Event wie heute Abend oder auch ein EZB-Event hier live sozusagen abdecken werden. Ich denke, das ist von Interesse. Gibt es mal kurz Feedback, wie er dazu steht. Ich selbst bin ja kein News-Trader. Ich muss an dieser Stelle gleich mal sagen, ich bin eher der, der dann mal abwartet, was nach den News so passiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ganz gut, ja, das Feedback ist positiv. Wenn jetzt jemand schreibt, interessiert mich nicht, ist es auch okay. Aber die meiste Action passiert natürlich zu News. Da werden auch teilweise sozusagen Weichen gestellt. Und wie gesagt, es gibt hier News-Trader, die in diesem Bereich sehr, sehr aktiv sind und das ist natürlich etwas, was wir hier auch forcieren wollten, um natürlich ihn da auch als Kunden ein Stück weit Mehrwert zu bringen. Und ja, News werden nicht so häufig abgedeckt. Ich denke, das können wir nutzen und da brauchen wir uns auch nicht zu verstecken, gerade mehr, weil wir hier auch keine Preisfakes vollziehen oder irgendwelche virtuellen Indikationen um die Ohren werfen. Das ist praktisch der reale Markt, den wir hier covern und das ist auch eine faire Geschichte und das macht auch Sinn, das natürlich zu transportieren. Also dürft ihr euch mal darauf freuen. Heute WTI, je nachdem, muss ich sehen, ob da noch was dazwischen kommt. Hier dann mal im Fokus. Aber grundsätzlich zum Chart jetzt, war ja die Gretchenfrage. Wenn er zurückkommt, wäre das für mich ein definitives Buy. Wenn er durch die Rohöl-Lagerbestände heute hier zum Beispiel sich doch noch bullisch bilden sollte, dann spricht auch nichts dagegen, dass er hier dann sozusagen den vorgeschalteten Schub nach oben macht. Aber meines Erachtens gibt es hier nur einen Weg. Und das war ja also das Fake-Signal hier war schon mies. Aber das war das ursprünglich angedachte Szenario, was jetzt noch mehr auflebt durch das Gap, dass es hier weiter nach oben geht. Kritisch wäre meines Erachtens erst, wenn wir hier deutlich um die 52 gehen, hier speziell Preislevel 50, 50, 50, 40. Wenn wir hier drunter gehen, okay, dann denke ich mal, dann geht es tiefer, aber das ist wirklich eher das unwahrscheinlichste Szenario, was ich jetzt sehe. Es sollte eigentlich höher gehen. Ihr wisst auch, wie der Seasonal Chart aussieht. Zum WTI-Öl.
aufgrund der Jahreszeit, aufgrund der Nachfrage, insbesondere hier seit oder zur Mitte des Monats Dezember extrem bullisch. Spricht eigentlich dafür, dass wir hier weiter nach oben laufen müssen. Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie es so schön heißt. Sollte auf jeden Fall so kommen. Wenn nicht, würde es mich eigentlich negativ überraschen. Sollte der Ölpreis jetzt hier nicht nach oben drehen können. Also technisch gute Ausgangslage ist natürlich jetzt noch ein, das ist eine Idealkonstellation, wie wir sie mal suchen. Okay, wir haben jetzt hier technisch eine bullische Ausgangslage. Wir haben saisonal auch Rückenwind vor uns. Und besser kann man es eigentlich nicht haben. Das heißt natürlich nicht, dass es so kommen muss, kommen kann, kommen wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist erhöht. Und ja, mit dem charttechnischen Gebilde des Marktes deckt sich das ganz gut. Insofern, WTI sieht eher long aus in meinen Augen. Und wir wollen mal sehen, wie es weiter ansteigt, wie wir auch noch weiter in den Zapfsäulen hier zuschlagen müssen. Ich habe es erst die Woche gemerkt, als ich dann getankt habe, dachte ich mir, hoppala, jetzt hat es sich doch mal wieder an der Zapfsäule ausgewirkt, der Ölpreisanstieg. Ja. Also, gut, so viel zum Öl. Ich denke, das ist bearbeitet. Wenn es noch Fragen gibt, scheut's euch nicht, im Chat eben diese zu stellen. Also, das Feedback zum News Trading war relativ gut. Relativ dahingehend, dass wir jede Menge Teilnehmer sind hier im dreistelligen Bereich. Aber nur 7, 8, 9 Leute geantwortet haben. Das ist deutlich unter 10%. Was aber auch nicht schlimm ist, weil es gibt auch viele stille Leser und Zuschauer. Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Gerade auch im Guidance merkt man das oder weiß nicht, auf anderen Plattformen, dass natürlich die Beteiligung immer recht vorsichtig ist und man muss ja auch nicht immer seinen Senf dazugeben. Das ist an dieser Stelle natürlich auch mal zu sagen. Gut. Senf zu geben. Jetzt habe ich auch reichlich Senf zum Öl gegeben. Ich denke, jetzt können wir nochmal auf den Währungspaar übergehen. Im US-Dollar-Index hatte ich auch schon thematisiert. Wird, wie gesagt, für den einen oder anderen morgen dann nochmal in der Wiederholung kommen, wenn wir die Märkte beleuchten im Big Picture-Chat. Aber lasst uns jetzt mal das Cable anschauen, meine lieben Leute. Ja, British Pfund hat ja ein Jahr der, naja, was will man dazu sagen? Ein Jahr der wilden Volatilitäten hinter sich. Pfund war übrigens bis jetzt gar nicht gewünscht, muss ich sagen. Nicht wahr? Wenn ich hier in den Chat durchgucke, bei der Masse an Teilnehmern und bei der Regenaktivität wunderte es mich tatsächlich, dass bislang keiner das Cable sehen wollte. Aber weil ihr es nicht sehen wollt, zeige ich es euch jetzt trotzdem, weil das ich in der Vorbereitung sozusagen für euch schon mal hatte oder eine Beschau hatte. Hier der Wochenchart erstmal. Okay. Grundsätzlich Brexit-Event hinterher. Die Tendenz, dass das Ding hier nach unten weiter fallen kann, war durchaus anzunehmen. Auch dass nach dem Brexit mit dieser Seitwärtsphase wahrscheinlich das finale Ende noch nicht gefunden ist, war auch anzunehmen. Und das Level von 1,20 im Big Picture Chart, jetzt lädt aber leider mein Teletrader zurzeit nicht. Ich müsste mir jetzt mal eine alte Fundanalyse mal raussuchen, wo ich den Big Picture Chart sehe. Oh je, mi je. Moment. So. Dann war es Juli. Ich suche jetzt meinen Fund ganz kurz. Das gibt es doch gar nicht. Okay, das war gerade. Habe ich das hier gar nicht in den Block gestellt? Das wäre ja höchst verwerflich. Da ist es. Wusste ich es doch. Also, hier seht ihr nochmal den großen Chart vom Cable. Okay, und da war tatsächlich hier schon, also ihr könnt euch noch daran erinnern, ich hatte es auch im Devisenradar, dass wir hier seit, das ist natürlich schon ein bisschen heftig, ne? Wenn wir ja Jahrzehnte zurückgehen, man muss sich natürlich hier auch vorstellen, okay, da gab es noch nicht mal den Euro, da gab es auch noch nicht mal die Europäische Union. In den 80ern, da war die Welt noch eine ganz andere, da wurde ja damals auch in den 70ern zur Ölpreiskrise hier groß propagiert, dass wir 2000 kein Öl mehr haben werden. Und man sieht ja, wie es doch anders kommen kann. Also letztlich sehr, sehr weit zurück in der Geschichte. Tatsache war aber, das Level um 1,20 war hier ein Preisniveau, was meines Erachtens hier, wie gesagt, schon im Oktober auch skizzierbar war, dass wir das auf jeden Fall als Zone eines Bodens ansehen können. Das wurde, wie gesagt, erreicht, das Level. Und jetzt ist eben die kritische Frage, wie es hier tendenziell weitergeht für das britische Pfund. Ich denke, die 1,20 ist erstmal
wichtiges Level auch am Optionsmarkt gewesen, was der Markt sozusagen gesehen hat. Und jetzt die Frage möchte ich dann mal hier beantworten. Oder ist der Blackboxer auch hier? Ich glaube ja. Ich habe vorhin nur so eine Frage gelesen. Mal kurz Feedback, ob der Blackboxer auch hier ist. Also hier jetzt also die Frage, die jetzt gerade auf dem Desktop kam, von unserem JFD-Desktop, wo Sie natürlich auch hier mit mir, Schrägstrich mit unserem Kundenservice-Team, wenn Sie Fragen haben, hier in Kontakt treten können. Weil ich vorhin was zu dem Saisonalitätsindikator auch gelesen habe. Da mal kurzes Feedback, ob der hier anwesend ist. Wenn nicht, ist nicht so dramatisch, wird dann hier auf jeden Fall, ich habe die Frage schon vom Kundenservice auch gekriegt, werde sie dann gleich beantworten. Aber wir wollen jetzt mal kurz noch auf das Fund eingehen. Ja? Da sehen wir im Prinzip hier den Erholungsmodus. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der US-Dollar meinetwegen auch heute nochmal einen Auftrieb erfährt und das hier ist ein relativ lange schon im Chart existierender Tendenzfall, sehen Sie, dass ich hier durchaus nochmal bestrebt wäre, hier nochmal einen Rücklauf in Richtung 1,20 zu sehen. Was mit dem britischen Pfund jetzt noch passiert, gerade im Sinne der EU-Geschichte, beziehungsweise des Brexit, der Folgeverträge, dessen, was da noch kommt, ob das alles so dramatisch wird, wie es angedacht ist, oder nun letztlich jetzt doch nicht. Wir wollen jetzt gar nicht zu viel philosophieren. Grundsätzlich kann ich mir aber vorstellen, dass wir hier nochmal, das wäre natürlich vortrefflich, also dass wir nochmal hier im Sinne eines Pullbacks an diese Widerstandszone ranlaufen, um 1,2850, 1,2890 hier ranlaufen, ja, und dann nochmal nach unten wegkippen. Also das dann kombiniert mit einer Schwäche des Pfunds und mit einer klaren Stärke des US-Dollars, temporärer Natur. Ich gehe jetzt hier nicht davon aus, dass das hier so der große Boom nach unten wird, oder besser gesagt der große Verfall. Ich kann mir eher vorstellen, dass wir hier so einen Doppelboden dann um 1,20 ausbilden und Obacht geben, ähnlich wie beim US-Dollar, wäre das meines Erachtens hier vielleicht durchaus eine Kaufchance. Ich will nicht sagen des Jahrzehnts, aber eine Kaufchance des Jahres, wenn der dahin läuft. Also nochmal die 1,20 hier einen Boden, Doppelboden machen würde. Und im Sinne dessen, dass der US-Dollar meines Erachtens dann auf jeden Fall reif für eine große Trendumkehr wäre, hier sozusagen dann nach oben schnippt. Ja, würde ich jetzt mal präferieren als mögliches Szenario einer zukünftigen Entwicklung. British Pfund, US-Dollar, wie gesagt, meine ich durchaus noch nicht unbedingt im großen Erholungsmodus. Könnte man hier sogar auch eine Art bärische Flagge interpretieren. Auf Wochenbasis ist es ja wieder was anderes als auf Tagesbasis. Ist jetzt fast schon zu lang, aber vom Rhythmus her, warum nicht? Könnte auf jeden Fall dann hier nochmal steil nach unten gehen, vielleicht auch nochmal hier unter die 1,20, aber dann wäre eine Stabilisierung meines Erachtens durchaus zu begrüßen. So, US-Dollar-Cut habe ich noch nicht besprochen. Die Frage kam gerade rein, gerade weil wir vorhin beim Ölpreis waren, sollten wir uns auch den Loonie vornehmen und der ist natürlich jetzt hier in einer sehr, sehr interessanten Lage. Ich kann mich erinnern, ich habe das im Devisenradar beleuchtet. Sie sehen es ja, was hier gerade angesagt ist. Und Sie sehen auch die mögliche Erwartungshaltung meinerseits. Ja. Müsste im Prinzip auch von Ölpreisschwäche sprechen. Ölpreisschwäche. Ja. US-Dollar-Cut und WTI korrelationstechnisch hier negativ aufgesählt. Soll heißen, immer wenn natürlich hier der kanadische Dollar zur Stärke neigt und der US-Dollar-Cut entsprechend fällt, dann steigt WTI und umgekehrt. Ja, das ist der Korrelationseffekt. Kanadische Dollar auch hier als Rohstoffwährung eben hier ganz präferiert, genau wie die norwegische Krone, gerade im Kontext vom Öl auch hier zu sehen. Und da ist natürlich die Geschichte hier, dass ich ja technisch hier eigentlich einen schönen Rebound sehe, was jetzt nicht dafür spricht, dass Öl unbedingt nach oben zieht. Das ist aber hier gerade auf Tagesbasis noch wesentlich schöner zu sehen. Hier ein schönes Bild. Jetzt 16:30 kann sich hier noch ein bisschen was tun. Er sollte nicht unter die 1,3064 nachhaltig gehen, aber unter die 1,30 dann gekoppelt. Das wäre so gesehen eine sehr schön, sehr bärische Entwicklung, sehr unschöne Entwicklung, auch weil wir hier den Aufwärtstrend seit 2016 dann hier definitiv aufgegeben hätten, was unterm Strich ja kein sehr positives Signal wäre. Aber ja, eine kurzfristige Dollarstärke kann im Kontext dessen, dass der Ölpreis jetzt nicht unbedingt durch die Decke fliegt, hier durchaus dazu sorgen, dafür sprechen, das Ganze sozusagen begünstigen, dass der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hier nach oben rauszieht oder sich jetzt hier zu stabilisieren beginnt. Aber da der Ölpreis jetzt auch Luft nach oben hat, die Saisonalität bullisch ist, muss man hier ein Stück weit relativieren. Der Markt, also der Rücklauf hier, das ist genau das, was jetzt passieren sollte als Alternativplan. Und wenn er das jetzt nicht schafft, nach oben zu drehen, dann muss man schon sagen, gerade wenn der Ölpreis jetzt hier noch ein Stück weit aufdreht, sehen wir hier dann ja, möglicherweise doch noch einen stärkeren Rücklauf, der bis 1,28 gehen könnte. Spätestens da, denke ich, müsste er wieder auftreten.
Also das wären jetzt praktisch so die möglichen Tendenzen, die ich hier sehe am Horizont. Schauen wir uns nochmal kurz das saisonale Bild dazu an. Babyloni. Ja. Deckt sich eben auch mehr mit dem blauen Pfeil. Ist auch wieder das Bild, das ist jetzt nicht überraschend, weil ich ja von negativer Korrelation sprach. Ihr habt ja gesehen, dass der Ölpreis einen extremen Auftrieb im Prinzip im Dezember genießt. Ja, was macht der US-Dollar Cut dagegen? Der genießt einen extremen Abtrieb. Wie gesagt, das ist jetzt nicht Überraschung, aber das, was man hier sozusagen unterstellen sollte, unterstellen müsste, dass hier ja, kurzfristig noch Luft nach unten ist auf dieser Seite und beim WTI natürlich betrachtet auf der Oberseite Luft besteht. Das wären sozusagen jetzt mal hier die präferierten Szenarien. Alright, gut. Update US-Dollar Cut gefahren. Ich hoffe, das war soweit zufrieden. Mike, der Uptrend, ja, okay, der besteht schon länger. Ja, gehen wir mal hier kurz in den Wochenchart. Natürlich, ja, der Uptrend besteht hier mit Ausbildung dieser Bodengeschichte hier. Untertassenformat übrigens, also das ist lehrbuchartig. Untertasse, Henkel und Ausbruch. Also den Chart, den werde ich wahrscheinlich in 5 oder 10 Jahren noch zeigen, nach dem Motto, wie so eine Untertasse selbst am Forex-Markt ihre Relevanz genießt. Das war mustergültig hier, die Geschichte, und auch mit diesem Aufwärtstrend seit 2012. Ja, auch mit dem Pullback hier. Also das war ein Knaller an charttechnischer Relevanzen. Zugegebenermaßen, hier in dem Sommer hatte ich einen Long-Einstieg unglücklicherweise nicht getätigt. Um wenige Pips auch verfehlt. Das war allerdings auf dem Tagesschart. Solche Geschichten muss man im Forex-Markt aber dann durchhalten, weil Forex-Märkte sind im Prinzip sehr trendig. Das seht ihr auch insbesondere am Yen, ja, an den Yen-Paaren. Wenn die mal eine Richtung einschlagen, dann kann es sehr trendig sein und dann kann das natürlich auch aus einem Daytrade will ich nicht unbedingt sagen, aber aus einem Swing-Trade kann dann auch ein Positionstrade werden, der dann hier enormes Potenzial verspricht. Ja, da muss man sich dann aber natürlich auch der Tatsache bewusst sein, dass man hier nicht jeden Tag auf den Chart schaut, wenn man so einen Währungstrade als Positionstrade sieht. Und dann gilt es auch noch zu berücksichtigen, natürlich, wie sind die Swaps, ja, also die Zinsdifferenzen der Währungen, die dann wiederum für Gutschriften oder aber Abzüge sorgen, die man täglich bezahlt aufgrund der Zinsdifferenz der Währungen. Und das muss man natürlich auch ins Kalkül ziehen. Und da gilt es auch immer da zu berücksichtigen, dass man, wenn man eine längere Position hält, hier eben dann auch durchaus, wenn es denn ein negativer Zinseffekt ist, den Zins dann auch erstmal verdienen muss mit der Performance. Gut, meine lieben Zuschauer, im Groben wären wir für heute durch. Ich danke auf jeden Fall für die reichhaltige Aktivität in Sachen Fragen, Antworten. Hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch. Wenn ihr mögt, nächste Woche Mittwoch gibt es den nächsten Catch-up sozusagen. Catch-up-Call ist es nicht, sondern eher hier das ausführliche Devisenradar. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns wieder hören, wieder sehen. Ich sage erstmal aufgepasst auf 16:30 Uhr, aufgepasst auf die Fed heute 20 Uhr. Wird sicherlich spannend. Morgen, wer denn mag von euch, ich habe es vorhin dargestellt, könntest du nochmal beim Live-Trading, beim Live-Event dabei sein. Da werden wir die Fed von heute auswerten. Da werden wir alles weitere unter die Lupe nehmen. Ihre Fragen sind willkommen. Der Jens wird auch den DAX traden, was ja auch bei vielen im Fokus steht. Und insofern wird es sicherlich eine sehr, sehr schöne Sache. Freue ich mich drauf. Euch auf jeden Fall einen schönen Resttag, einen ruhigen Abend, je nachdem, ob ihr den Fed-Event tradet oder nicht. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Dabeisein und wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag. Auf bald. Euer Chris Kämmerer. Bis dahin. Beste Grüße.